Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage, mit der Feier des Gründonnerstags beginnen die drei österlichen Tage. Wir erinnern uns an das letzte Abendmahl Jesu, an seinen Tod und seine Grablegung sowie an seine Auferstehung an Ostern. Unsere Hörandachten aus der Kirche St. Katharina von Siena in Köln-Blumenberg wollen Sie und Euch durch diese wichtigsten Tage des Kirchenjahres begleiten. Die heutige Andacht wird mitgestaltet von der Combo in Blumenberg. Die Mitglieder haben jeweils ihre eigenen musikalischen Parts zu Hause aufgenommen und dann technisch miteinander verbunden. Ihre Gesänge stimmen uns auf den Gründonnerstag ein. Wo die Güte und die Liebe wohnt, dort nur wohnt der Herr. Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Mit diesem Gesang wird ein Ritus begleitet, den es so nur in der Heiligen Messe am Gründonnerstag gibt. Der Zelebrant legt sein Messgewand ab und beginnt, Gemeindemitgliedern die Füße zu waschen. Damit erinnern wir uns an den Auftakt zum letzten Abendmahl. Es ist eigentlich Sklavendienst, den der Meister an seinen Freunden verrichtet, war es doch üblich, vor Beginn den Eintretenden, die Sandalen trugen, ihre staubigen Füße zu waschen und zu salben. Nach einem Schlagabtausch mit Petrus, der das alles nicht versteht, macht Jesus deutlich, wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße wasche, dann müsst ihr euch ebenfalls gegenseitig die Füße waschen. Will meinen, füreinander da sein, einander helfen, ja, dienen. Nach der Fußwaschung beginnt das große Mahl. Jesus und seine Jünger haben sich an den festlich gedeckten Tisch gelegt, aber die Stimmung ist irgendwie anders. Er spricht davon, dass ihn jemand verraten wird, knallt dem guten Petrus vor den Kopf, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben, und verändert die althergebrachten Zeremonien. Nach der Danksagung über das Brot bricht er es, reicht es den Freunden und fügt ein neues Deutewort hinzu. Nehmt und esst, das ist mein Leib. Nachdem sie gegessen und getrunken haben, macht er es mit dem Weinbecher genauso. Der Danksagung folgt das Wort, nehmt und trinkt alle daraus, das ist mein Blut, das für alle vergossen wird. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Nein, hier geht es nicht gruselig her, und es sind auch keine Kannibalen am Werk, sondern wir können diese Worte übersetzen, das bin ich, ganz für euch. Wir glauben, das, was damals während des letzten Abendmahls passiert ist, hat Auswirkungen auch heute. Wenn in der Heiligen Messe das Hochgebet gefeiert wird, das heißt die große Danksagung über Brot und Wein, dann wird das Ereignis von damals Gegenwart. Papst Johannes Paul II. Hat es einmal so gesagt, als wären wir dabei gewesen, im Abendmahlsaal, unterm Kreuz,
beim leeren Grab. Deshalb sieht das Messbuch vor, dass der Priester während der Wandlungsworte in der Abendmahlsliturgie einfügt: Das ist heute. Nicht nur in der Heiligen Messe, sondern auch in unserem ganzen Leben will Jesus Christus uns nahe sein. Er bietet uns an, für uns Lebensbrot zu werden. Nach dem Abendmahl, so halten es die Evangelisten fest, geht die Jüngergruppe mit Jesus hinaus in einen Garten namens Gethsemane. Nun bekommt Jesus Angst, weiß er doch, was ihn morgen Furchtbares erwartet. Er schlägt sich mit seinem himmlischen Vater herum, betet, dass doch dieser Kelch an ihm vorübergehen möge, aber ringt sich durch, alles anzunehmen, was sich nun Schlag auf Schlag anbahnt. Schon bald ist er umzingelt von Soldaten, die nur auf das vereinbarte Zeichen warten. Judas geht auf ihn zu und küsst ihn. Das Zeichen von Liebe und Freundschaft wird zum Zeichen des Verrates. Und während nun Jesus vor dem Hohen Rat verhört wird, versagt Petrus, der es bis in den Hof des Gebäudes geschafft hat. Mehrmals angesprochen, doch auch zum Jüngerkreis zu gehören, kennt er Jesus auf einmal nicht mehr. Als ein Hahn kräht, erinnert er sich an das Wort Jesu, geht hinaus und weint bitterlich. Wacht und betet. Dieser Aufruf Jesu galt nicht nur den Jüngern damals, sondern ist auch uns gesagt. Die Liturgie am Gründonnerstag klingt mit einer Gebetszeit aus. Auch wir sind nun eingeladen zum Gebet. Bleibet hier und wachet mit mir.